Herzlich willkommen im Soul Food Journey Podcast und zu einer neuen, ganz besonderen Folge, finde ich. Denn ich habe heute nicht irgendwie einen klassischen Interviewgast hier bei mir, sondern wir sind heute zu zweit hier. Und zwar ist Luisa aus dem Soul Food Journey Team mit dabei. Hallo Luisa! Hallo! Wir haben ja zweimal haben wir es versucht, über Instagram live zu gehen zusammen und wollten dort Fragen beantworten, die bei Instagram über einen Fragensticker in der Story reingekommen sind. Das hat dann leider technisch nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das erhofft und vorgestellt haben. Deswegen haben wir uns aber gedacht, und ich finde die Lösung total cool und schön, dass wir jetzt heute unsere Antworten bzw. im Gespräch auf diese Fragen eingehen und somit ja noch viel mehr, also ihr alle hier im Podcast, die Antworten, die Gedanken, die Sichtweisen zu all diesen Themen von uns jetzt hören könnt. Und ich würde einfach mal direkt starten mit der ersten Frage, die uns da erreicht hat, die auch eher so mehr an dich geht, Luisa. Und zwar möchte jemand gerne wissen, woher wir uns eigentlich kennen und ob du auch eine Essstörung hattest. Genau, also also ich kenne Kira auf jeden Fall schon länger, als sie mich kennt, dadurch, dass ich auch selbst mal eine Essstörung hatte. Da bin ich zuerst dem Instagram-Kanal oder der Instagram-Seite von Soul Food Journey gefolgt. Genau, und das war aber eigentlich schon eher zu der Zeit, wo ich mehr oder weniger aus der Essstörung raus war, aber war dann irgendwie sehr froh, trotzdem nochmal im Nachhinein so eine Plattform und so einen Austausch zu haben und so, ja, so einfach zur Inspiration und Festigung quasi. Und dann habe ich bei Inkogito, das ist so ein Blog für junge Menschen, angefangen, Blogbeiträge zu schreiben und unter anderem wurde ich dann gefragt, ob ich mit der Kira ein Interview machen möchte für so einen Blogbeitrag. Und dann habe ich ja gesagt und da hatte ich dann das erste Mal mit Kira Kontakt. Genau, und dann hatte Kira bei Instagram dazu aufgerufen, Unterstützung sich zu wünschen quasi. Und da habe ich mich dann auch wieder gemeldet und seitdem bin ich mit dem Team. Ich freue mich sehr, jetzt hier zu sein. Yay, ich freue mich auch sehr, dass du da bist und ich habe es, glaube ich, schon mehrmals, oder also ich hoffe, aber ich glaube, ich habe es auch schon mehrmals gesagt, dass ich halt auch mega dankbar bin und dass ich auch so, ja, so fasziniert oder auch total beeindruckt bin, wie schnell das auch irgendwie so funktioniert hat. Also so diese Message, die ich irgendwie so gefühlt alleine angefangen habe, dann so gemerkt habe, nee, ich will das aber gar nicht alleine machen, sondern ich wünsche mir ja von Herzen, dass da auch andere mit dabei sind und dass das auch noch viel mehr hervorkommt, dass es nicht einen Weg gibt, dass es auch mir nicht um meinen Weg geht, sondern dass es da um jeden Einzelnen geht und dass das Wichtigste oder die Botschaft halt auch sein soll, diesen einen eigenen Weg zu gehen, weil es ihn gibt, weil Heilung möglich ist. Und das hat mich jetzt so durch diese Erfahrung mit dir, mit euch zusammenzuarbeiten, hat mich halt so schnell, ja, davon überzeugt, dass es halt auch möglich ist und dass wir da gemeinsam total, ja, auch da irgendwie so dieser Zusammenhalt da ist und auch die Botschaft dadurch irgendwie nochmal viel mehr Kraft bekommt. Also ich weiß gar nicht, wie ich das anders beschreiben kann oder soll, doch es ist definitiv zu spüren, dass viel, viel mehr Energie in die ganze Botschaft, in auch jetzt speziell bei Instagram zum Beispiel, viel mehr Energie reinfließt und das wiederum auch viel mehr Menschen dadurch erreichen kann. Und das ist einfach sehr, sehr schön. Also deswegen schön, dass du da bist. Schön, dass ich da sein darf. Ja, und ich erinnere mich auch sehr genau an unser erstes Gespräch, an das Interview für den Blog. Und auch in Cogito können wir auch beide jedem empfehlen, da mal vorbeizuschauen. Da sind super spannende Blogbeiträge, viele unterschiedliche Themen, also nicht nur speziell Essstörung, sondern auch ganz, ganz andere Themen, die einen beschäftigen können. Also wer da gerne liest oder Blogs liest, kann da super gerne vorbeischauen.
Wir haben ja noch mehr Fragen bekommen. Und zwar geht ja auch vieles davon so in die Richtung, was sich auf die jetzige oder aktuelle Situation bezieht. Wie wir mit der Quarantäne umgehen, wie es ist, allein im Homeoffice oder generell allein zu Hause zu sein und gegen die Essstörung zu kämpfen oder ja doch Essanfälle vermeiden, vorbeugen in Zeiten, wo ich zu Hause bin während Corona, Essstörung während Corona-Krise. Also sehr, sehr viele Fragen gehen in diese Richtung. Magst du mal versuchen, dich in dein früheres Ich hineinzuversetzen? Also in dein, wir nennen es jetzt einfach mal so, Essstörungs-Ich. Und dir mal vorzustellen, wie wärst du oder wie stellst du dir das vor? Hätte es was mit dir gemacht? Wenn ja, was hätte es mit dir gemacht? Oder was hätte es in dir ausgelöst? Was hätte es für dich bedeutet, damals in der jetzigen Situation, in den jetzigen Umständen mit der Essstörung zu sein? Also ich glaube, das wäre eine riesengroße Herausforderung gewesen. Einfach aus dem Grund, also zum einen, weil ich es, glaube ich, zum Anlass genommen hätte, mich noch mehr zurückzuziehen und mich noch mehr von allen abzukapseln und quasi ja, mich noch mehr der Essstörung hinzugeben, einfach weil ich in dem Glauben gewesen wäre, dass ich mich jetzt einfach nicht mehr ablenken kann und ich mich quasi ja eigentlich mal nur ablenken wollte und ja, auch irgendwie, also ich hätte halt auch noch zu Hause gewohnt und dann wäre da wahrscheinlich auch meine, also konfrontiert man sich irgendwie immer mehr oder immer öfter noch mit seinen Eltern, wenn die vielleicht auch gerade nicht arbeiten gehen können oder nicht so oft oder nicht so lange auf Arbeit sind, da wäre auf jeden Fall großes Konfliktpotenzial gewesen. Aber auch so, also ich glaube, ich fände es halt schwierig, so wie ich das jetzt sehe, also jetzt denke ich mehr so, ich genieße das, alleine zu Hause zu sein oder auch mit meinem Freund alleine zu Hause zu sein, aber es ändert sich jetzt nicht groß was für mich. Und ich kann die Zeit mit mir alleine auch mittlerweile gut genießen und weiß, was mit mir anzufangen und muss mich von nichts ablenken, sondern kann auch gut mit mir alleine sein und auch im Stillen gut mit mir alleine sein. Aber ich glaube, damals wäre das halt eine riesengroße Herausforderung gewesen, einfach nur mit mir sein zu müssen und ja irgendwie gezwungen zu sein, sich entweder mit mir selbst auseinanderzusetzen oder mich halt irgendwie noch mehr ertragen zu müssen, in Anführungsstrichen, weil ich irgendwie einfach nicht gewusst hätte, wie ich mit mir umgehen soll und dann halt wahrscheinlich irgendwie ja, der Essstörung noch mehr Raum gegeben hätte, weil ich dann mir gedacht hätte, ja, wenn ich jetzt schon nichts anderes machen kann, dann kann ich mich ja jetzt wenigstens um die Essstörung kümmern, so mehr oder weniger. Also, ja. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Also ich kann mich da auch sehr, sehr gut oder darin sehen, was du sagst. Ich glaube auch, also wenn ich mich da irgendwie zurückversetze und mir vorstelle, dass ich wäre jetzt in den oder in dieser Situation mit meinem jetzigen, mit meinem damaligen Bewusstsein oder auch mit meiner damaligen Gedanken-, Glaubenswelt, dann glaube ich, dass die meiste Zeit, also es hätte sicherlich auch Tage gegeben, wo ich mich mit so vielen Sachen oder so vielen anderen Dingen beschäftigt hätte, mit denen ich mich ablenken kann von der Essstörung oder von den Gedanken. Ich glaube, dass überwiegend Tage da gewesen wären, wo ich mich einfach der Essstörung hingegeben hätte und der sozusagen die Tür aufgemacht hätte und gesagt hätte, ich bin allein, du kannst reinkommen, ich bin einsam, ich bin nichts. Also, dass so alle meine Glaubenssätze, die ich sowieso über mich hatte, wo ich bin nichts, einer der Top-Glaubenssätze war, ich glaube, dass dafür viel Raum gewesen wäre, dass die Essstörung da so richtig schön sich, es sich gemütlich gemacht hätte, es sich,
ja, sich da so richtig ein bisschen wie eingenistet hätte in das alltägliche Leben, was sie ja natürlich sowieso hatte. Doch da wäre natürlich der Raum nochmal da gewesen, wenn ich jetzt dazu, so wie jetzt, einfach so von außen dazu in Anführungszeichen gezwungen wäre, zu Hause zu bleiben, allein zu bleiben, mich mit niemandem zu treffen, nicht zu verabreden, nicht rauszugehen, so wenig Ablenkung wie möglich, so wenig Hobbys wie möglich nachgehen. Ich glaube, ja, es wäre eine Mischung gewesen, aber überwiegend Raum für Essstörung. Was ich jetzt im Moment auch ganz spannend finde oder irgendwie auch nochmal wichtig finde, aus heutiger Sicht zu teilen, ist, weil ich auch heute natürlich hier sitze und irgendwie voll viele Möglichkeiten sehe und total viele Chancen und ganz viel Potenzial in der Krise sehe, weil jede Krise ist auch für etwas gut. Und dieser Glaube ist einfach so riesengroß und das Vertrauen, dass ich trotzdem, also ich kann mir trotzdem sehr gut vorstellen, dass es auch mir damals nicht möglich gewesen wäre, das jetzt so zu sehen oder zu sagen, ach toll, jetzt habe ich voll viel Zeit, jetzt kann ich mich ja voll viel mit mir beschäftigen und mit meinem inneren Themen auseinandersetzen oder ein bisschen an meinem inneren Kind arbeiten oder jeden Tag schöne EFT-Sessions machen oder mich mit Coaching-Inhalten auseinandersetzen oder. Das wäre mir jetzt damals, ich glaube, auch nicht in den Sinn gekommen, da sofort die Möglichkeit zu erkennen. Und ich glaube auch, dass es jetzt gerade so für alle, die jetzt gerade quasi durch eine Essstörung durchgehen, also noch aktiv in dem Muster sind, ich glaube, dass auch niemand den Anspruch oder die Erwartung jetzt an sich haben muss oder sollte, da ausschließlich die Möglichkeit für sich drin zu sehen oder diese Möglichkeit für, oh, jetzt kann, / muss ich die Chance nutzen, um endlich zu heilen. Weil ich glaube, dass das dann wiederum nochmal Druck auslösen kann und nochmal mehr die Essstörung befeuern kann. Und ich persönlich auch jetzt, also auch ohne Essstörung, halte es für heilsamer oder auch gesünder, diese Zeit, die jetzt da ist, so ein Stück weit dafür zu nutzen, um Sachen auszuprobieren. Also um versuchen, so viel wie möglich auszuprobieren, was einem gut tut. Also so ein paar Sachen in den Alltag zu integrieren durch diese Zeit, die jetzt da ist, sei es morgens, mittags, abends, Sachen auszuprobieren, die in irgendeiner Art und Weise neu sind und mit denen ich Erfahrungen machen kann, was tut mir eigentlich gut? Also was brauche ich eigentlich? Fühlt es sich gut an, abends eine Stunde in der Badewanne zu liegen? Fühlt es sich gut an, eine neue Serie bei Netflix zu gucken? Fühlt es sich gut an, stundenlang mit einer Freundin zu telefonieren? Also solche Dinge oder versuchen, solchen Dingen durch die vermeintlich gewonnene Zeit Raum zu geben und das quasi zum Ausprobieren zu nutzen, ohne die Erwartung zu haben, dass hier in dieser Zeit jetzt der Heilungsprozess wie von heute auf morgen passieren muss, weil ich halt glaube, dass das eher Motivator für Essstörung ist, weil es eben zu Druck und Anspannung führen kann. Doch da kann ja auch jetzt zum Beispiel jeder, der zuhört, einfach mal bei sich selber gerade gucken, wo er im Moment so steht, also er oder sie im Moment so steht und ja, das einfach mal für sich wie so ein Check-in machen, ob das eventuell eine Möglichkeit sein könnte, diesen Moment oder diesen Raum zu nutzen. Was würdest du denn sagen, was ist es für dich jetzt von heute aus gesehen? Wie empfindest du so diesen Raum oder diese Zeit, die durch diese veränderten Umstände jetzt da sind? Also ich muss sagen, am Anfang fiel mir das auch gar nicht so leicht. Also eigentlich hat sich ja, wie gesagt, gar nicht groß was geändert, weil ich quasi gerade in meinem Staatsexamen stecke und eigentlich eh nur zu Hause saß und gelernt habe. Aber irgendwie war das trotzdem ein anderes Gefühl, weil ich halt einerseits nicht mehr auf Arbeit gehen konnte. Also ich bin halt 4-mal in der Woche auf Arbeit gegangen. Das fiel halt weg. Ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, dass man diese Phase jetzt halt gerade nicht dafür nutzt, um sich
selbst wieder Druck zu machen, dass man die jetzt unbedingt nutzen muss und unbedingt da jetzt irgendwas Krasses bei, also für sich selbst rausziehen muss. Weil ich glaube, das war halt am Anfang so ein bisschen auch, was ich mir selbst gesagt habe. Also ich wollte halt quasi jetzt diese freie Zeit wirklich irgendwie für mich nutzen können. Hm. Und wenn ich dann mal so einen Tag hatte, wo ich das Gefühl habe, ich habe gar nichts gemacht, dann hatte ich direkt irgendwie ein schlechtes Gefühl. Und ich glaube, das ist auch das, was ich jetzt gerade so ja, für mich selbst irgendwie immer mehr schaffe, auch zu lernen und umzusetzen, dass es auch total okay ist, Tage zu haben, wo man halt wirklich gefühlt gar nichts gemacht hat und vielleicht nur im Bett rumlag oder eine mini kleine Runde spazieren war oder zwei Seiten vom Buch gelesen hat oder einfach nur Filme geguckt hat den ganzen Tag, dass es voll okay ist und dass es vielleicht auch gerade jetzt so die Gelegenheit ist, das auszuprobieren und auch einfach mal so in diesem Nichtstun drin zu sein, das auch einfach mal auszuhalten, weil ich glaube, dass das, also so ging es mir auf jeden Fall damals auch mit der Essstörung, dass ich halt nie nichts tun konnte oder dachte, ich darf nie nichts tun. Und ja, jetzt gerade, also mir geht es halt teilweise immer noch so, aber jetzt gerade merke ich halt, dass es irgendwie wieder so eine Möglichkeit für mich ist, mich wieder daran zu erinnern, dass es okay ist, nichts zu tun. Also ich hatte damals mit meiner Therapeutin so einen kleinen Vertrag quasi gemacht, dass ich mir jeden Tag für mich Zeit nehme. Und nicht überall mein Lernzeug mit hinschleppe, sondern wenn ich vor dem Fernseher sitze, wirklich nur mich eine halbe oder eine Stunde vor dem Fernseher setze und das dann so als Zeit für mich genieße. Und da muss ich auch jetzt wieder dran denken, weil, also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich nicht den ganzen Tag irgendwie lerne, sondern auch mal Pausen zwischendurch mache. Sehr gut. Ja. Aber dann merke ich halt wieder, dass ich die Pausen halt nicht wirklich aktiv mache. Also ich mache dann zwar nichts für die Uni, aber mein Kopf ist trotzdem die ganze Zeit dabei gewesen. Sodass das halt auch nicht wirklich erholsam war. Und da habe ich mich dann aber wieder dran erinnert, wirklich einfach mal, keine Ahnung, ein Hörbuch zu hören. Oder ich habe dann gebacken oder Musik gehört oder was gelesen. Oder wir waren spazieren oder halt irgendwie solche Kleinigkeiten, wo ich dann wirklich aktiv versuche, meinen Kopf quasi, also die eine Schublade in meinem Kopf zuzumachen und zu sagen, okay, ich mache die nachher wieder auf, das ist in Ordnung. Aber jetzt gerade darf ich entspannen. Und was ich auch mache, jetzt nicht nur in der Zuhausezeit quasi, sondern generell, immer wenn ich auch das Gefühl hatte, mein Tag war richtig sinnlos, dann schreibe ich mir am Ende des Tages manchmal sowas wie eine To-Do-Liste von dem Tag. Also ich schreibe mir dann halt alles so auf, was ich gemacht habe. Und wenn es halt nur war, dass ich gefrühstückt habe, dass ich geduscht habe, dass ich zwei Seiten ein Buch gelesen habe, weil dann sieht man, dass man halt nicht komplett gar nichts gemacht hat, sondern dass man irgendwie trotzdem den Tag ganz gut rumgebracht hat. Und vielleicht auch sieht, dass man sich irgendwie Zeit für sich genommen hat, wo man vielleicht auch dachte, ich habe mir eigentlich gar nicht Zeit für mich genommen, aber habe es ja irgendwie trotzdem dann geschafft. Mhm. Ja. Weißt du, warum dieses, also dieses, oder nee, anders gefragt, weißt du für dich, also aus deiner Welt herausgesprochen, warum es so unerträglich erscheint, dass Nichtstun gleich Leere bedeutet? Also warum das Nichtstun quasi diese doch recht negative Bedeutung für dich hatte oder manchmal hat? Ich glaube, weil, also vor allem früher, weil ich den Glaubenssatz hatte, dass ich mir erstens Entspannung oder Ausruhen oder sowas verdienen muss. Also ich darf erst nichts tun, wenn ich was gemacht habe, weil wenn ich faul bin, dann darf ich mich auch nicht ausruhen, weil wovon? Beziehungsweise halt auch was, also so Self-Care-mäßig. Mir etwas Gutes tun darf ich erst, wenn ich irgendwas geleistet habe. Hier macht es nichts. Okay, ich habe bis da gehört, wo du gesagt hast, Self-Care ist erst dann möglich,
wenn ich etwas gemacht habe. Ja, genau. Also wenn ich mir das sozusagen irgendwie verdienen konnte. Und jetzt gerade ist es ja aber so, dass es nicht wirklich was zum Verdienen gibt. Also bei mir jetzt ist es halt gerade so, dass ich meine Prüfung erst in ein paar Wochen habe, meine nächste, wofür es sich jetzt einfach nur nicht lohnt, in meinen Augen was groß zu machen, dass ich nicht auf Arbeit gehe und sozusagen mir am Anfang des Tages immer überlegen muss, okay, was ist heute mein Ziel sozusagen? Und das sind dann halt in meinen Augen meistens gerade keine Sachen, wo ich wirklich was leiste, also vor allem, wo ich irgendwas für andere leiste, sondern ich mache den ganzen Tag jetzt halt gerade eigentlich Sachen für mich. Also wenn ich sage, ich gehe spazieren oder ich mache Yoga oder ich lese ein Buch oder so. Das, also mit anderen Sachen kann ich halt meinen Tag gerade nicht so wirklich füllen oder was backen oder halt irgendwie solche Sachen, die man halt gut zu Hause machen kann, aber das ist halt nichts, was für jemand anderen ist. Mhm. Und deswegen ist das halt, glaube ich, auch ein Punkt, der vielleicht auch für viele andere irgendwie ein bisschen schwierig sein kann, wenn man halt nicht sagt, ja, ich mache jetzt erst das und das und das. Und dann kann ich mich damit belohnen, dass ich einen Film am Abend gucke oder so, sondern man macht es halt einfach so. Oder man sollte es dann halt einfach so machen. Ja, ja. Um natürlich hoffentlich eventuell damit auch die Erfahrung für sich zu machen, dass es auch okay ist, genau. Ohne dass ich irgendeine Wenn-Erfüllung oder irgendeine Wenn-Erwartung erfüllt habe. Ja, genau. Mir ist auch gerade eingefallen, während du das erzählt hast, so mit dem Nichtstun. Also ich habe das Nichtstun auch immer als ganz, ganz, also wirklich als unerträglich empfunden, weil in dem Moment, wo ich nichts tue, nur noch ich bleibe. Also, das klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, aber ich glaube, alle wissen, was gemeint ist. Wenn ich nichts tue, bedeutet das, ich bin in einem Moment, in dem ich nur mit mir bin. Wenn ich mich nicht kenne, wenn ich nicht weiß, wer Kira ist, macht es logischerweise ein nicht so schönes Gefühl, wenn ich jetzt weiß, ich bin dieser Person, die ich nicht kenne, ausgeliefert und habe keine andere Möglichkeit, außer Zeit mit dieser Person, die ich nicht kenne, zu verbringen. Und ich glaube, dass das auch häufig so dieser Antrieb ist für alle Ablenkungen, für die Sachen gar nicht wirklich bewusst machen, sondern wirklich eher so als Ablenkungsmanöver zu benutzen, damit bloß nicht dieses Gefühl aufkommt, nur mit sich zu sein. Und ich hatte damals immer den großen Wunsch, das weiß ich ganz genau, dass ich habe mir immer gewünscht, dass ich es irgendwann eines Tages schaffe, nur mit mir zu sein, ohne irgendetwas zu tun. Ja. Und ich weiß ja noch, ich habe dann irgendwann von so einem Meditationskonzept gehört, das heißt Vipassana, da ist man halt 10 Tage in Stille und Schweigen und keine Kommunikation, kein Handy, kein Stift, kein Zettel, gar nichts. Und ich wusste, ich möchte das eines Tages machen, aber ich wusste auch, zu dem Zeitpunkt, als ich das gedacht habe, war ich nicht bereit. Und ich glaube, es war dann ungefähr so 2 oder 3 Jahre später, habe ich dann so richtig gemerkt, jetzt mache ich das. Jetzt probiere ich das aus, weil ich möchte mir jetzt begegnen. Also dieses Möchten, diese Neugier, diese Offenheit, die waren dann 2, 3 Jahre später ausgeprägter. Ich habe mich weiterentwickelt. Es war wieder ein paar Schritte weiter auf dem Heilungsweg. Und ich habe dann richtig gemerkt, okay, jetzt mache ich das. Und ich wusste ja auch, wenn es gar nicht geht, dann kann ich gehen. Also das ist ja kein Gefängnis. Und dann habe ich das gemacht. Und also ich würde nie irgendwie jemandem irgendwas garantieren oder dafür jetzt eine Empfehlung aussprechen. Also ich spreche hiermit keine Empfehlung aus. Ich teile nur meine eigene Erfahrung damit, die bei jedem unterschiedlich ist und aussieht. Doch für mich war das die höchste Form der Begegnung mit mir selbst, weil es wirklich bedeutet hat, jeden Tag stundenlang einfach nur zu sitzen in dieser Meditationsart, die dort gelehrt wird, was aber trotzdem bedeutet, einfach nur mit dir selber zu sitzen, dir selber den ganzen Tag
diese ganze Grütze anzuhören. Und die ersten Tage ist es super laut in deinem Kopf, wirklich alles einfach nur anzuhören und da zu sitzen und eben nicht zu reagieren, weil du bleibst sitzen über Stunden und du reagierst nicht auf diese Gedanken, aber du hörst sie natürlich. Und das war dann nach 3 oder 4 Tagen, hat sich dann halt diese Achtsamkeit eingestellt, also wirklich dieser Beobachtermodus, dieses, dass keine Bewertung mehr auf irgendwelche Gedanken gefolgt sind, sondern wirklich nur noch dieses, ich sitze hier, ich beobachte das ganze Szenario, doch es ist keine Identifikation mehr da. Und das war halt so eine krasse Erfahrung, wo ich nochmal auf so einer ganz anderen Ebene gecheckt habe, was es eigentlich bedeutet, nicht alles zu glauben, was ich denke, weil ich diese Distanz zu meinen Gedanken vorher und auch danach nie wieder so intensiv quasi erlebt habe, dass dieser Spruch, dass da Wahrheit drin liegt für mich selber. Und das war halt einfach eine Erfahrung, die hat, also ich glaube, die hat mich auf jeden Fall mein Leben, auf meine Lebenszeit gesehen, geprägt, was auf jeden Fall die intensivste Begegnung war mit mir selbst und auch mit all diesen, mit all den Theorien, die ich vorher zwar mental verstanden hatte, aber die ich bis dahin jetzt noch nicht so ganz verinnerlicht hatte oder jetzt in mein Leben integriert habe. Und das war für mich nämlich auch so ein ganz großer Beweis für etwas, was ich vorher schon geglaubt habe. Und zwar, dass es immer eine Erfahrung braucht. Also, dass dieses Wissen und dass das Analysieren und das auch Reflektieren super wichtig ist, um Zusammenhänge zu verstehen oder auch zum Beispiel rückblickend zu verstehen auf unserem Heilungsweg. Doch um dann in die Umsetzung, um in diese Veränderung, in veränderte Verhaltensweisen oder auch Denke zu kommen, ist es, glaube ich, immer wichtig, eine Erfahrung zu haben, die uns dann verständlich macht und auch auf Gefühlsebene zeigen kann, es geht auch anders. Und das war halt mega spannend und das fiel mir jetzt gerade wieder ein zu diesem Nichtstun, weil ich glaube, dass begleitet jeden. Dieses Nichtstun ist einfach so der Moment, der auf gar keinen Fall eintreten darf. Ja, das finde ich richtig spannend mit deinem Vipassana, richtig cool. Also habe ich auch schon viel von gehört und viel drüber gelesen. Also richtig cool. Und auch, was du jetzt zum Schluss gesagt hast, dass es so eine Erfahrung braucht, glaube ich, ist auch ganz wichtig, weil, also das habe ich selber auch gemerkt, ich wusste schon ganz früh, dass es halt so nicht weitergeht und dass ich damit meinen Körper und quasi mein Leben und meine Zukunft zukünftig gesehen quasi kaputt mache. Mhm. Und ich wusste auch, was ich ändern muss, theoretisch, aber ich habe es halt überhaupt nicht gefühlt, weil ich das überhaupt nicht gesehen habe, weil ich das einfach ja, nicht mal so den ersten Schritt quasi, der mich dazu motiviert hätte, was zu ändern, gefühlt habe, weil ich halt keine positive Veränderung daraus irgendwie empfunden oder gesehen habe. Also mit welchem Grund ich mich jetzt anstrengen sollte, quasi was zu ändern. Mhm. Und ich glaube, das lag aber auch daran, weil ich halt zu viel auf einmal von mir wollte. Und deswegen, also ich dachte im Kopf, ja, ich muss Schritt für Schritt gehen, aber meine Schritte waren halt viel zu groß für das, was halt eigentlich in meinem Zustand, sage ich mal, quasi gerade gegangen wäre. Aber auf jeden Fall diese Erfahrungen wirklich zu machen und ja, irgendwie auch im eigenen Körper zu erleben, ist, glaube ich, auch ganz, ganz wichtig. Ja, ja. Ich sehe das auch immer so, also ich sehe sowieso vieles immer so in Bildern und ich denke mir auch immer, es verändert sich ja in deinem Leben etwas, wenn wie eine, also wie du gerade gesagt hast, diese Veränderung im Körper, also die darf quasi auf allen Ebenen ankommen, damit du wirklich die Sinnhaftigkeit und auch diese Bedeutung dahinter für dich annehmen kannst, um eine andere Entscheidung zu treffen, die ein anderes Verhalten sozusagen oder ein anderes Ergebnis oder eine andere
Erfahrung mit sich bringt. Und dafür darf eine Information auf allen Ebenen ankommen. Und häufig verstehen wir sehr viel, sehr schnell, weil wir so ganz kognitiv ausgeprägte Menschen sind. Ja. doch die emotionale oder auch die körperliche Ebene, die gehören halt dazu. Und die dürfen wir aus meiner Sicht auf gar keinen Fall außer Acht lassen oder die dürfen auch nicht zu kurz kommen. Denn solange die nicht überall angekommen ist, stecken wir halt mit einzelnen Anteilen trotzdem noch in irgendwelche vergangenen Geschichten oder vergangenen Emotionen. Also mega wichtig mit dieser Information, dass die da wirklich ankommt. Ja. Ich würde gern jetzt in dieser Folge, wir machen bestimmt noch weitere zusammen, ich würde gerne noch eine Frage jetzt noch mit reinnehmen. Ich finde die total spannend. Also ich glaube, die ist auch für viele spannend. Und zwar fragt noch jemand, schreibt, ich bin wieder gesund, wünsche mir aber manchmal die Essstörung zurück. Was mache ich? Ja, das ist spannend. Ich hatte die auch schon mal gelesen. Kennst du das auch? Also, ja. Also ich habe mich echt wieder gefunden oder selbst gesehen quasi in der Frage, weil ich das tatsächlich auch eine lange Zeit hatte. Also ich glaube, teilweise hatte ich den Wunsch zu einer Zeit, wo ich dachte, ich bin gesund, war es aber eigentlich noch gar nicht. Aber auch als ich eigentlich schon viele Monate, 1-2 Jahre stabil war, sage ich mal, und das Thema eigentlich überhaupt gar keine Rolle mehr gespielt hat in meinem Leben, gab es halt trotzdem manchmal so Situationen, wo ich mir jetzt dachte, ja, wenn ich jetzt wieder alte Verhaltensmuster aufnehmen könnte oder wenn ich jetzt wieder die Essstörung zurück hätte, dann würde es mir bestimmt besser gehen oder dann hätte ich das und das wenigstens nicht in meinem Leben oder dann, also so ganz typische Gedanken, die ich halt dann auch früher immer hatte. Also ich glaube, solche Gedanken zu haben, ist auf jeden Fall überhaupt nicht verwerflich oder irgendwie, dass man sich dafür schämen muss oder dass das irgendwie falsch ist. Ich glaube eigentlich, so gibt es vielen, weil man hatte ja auch meistens, also bei mir ist es, glaube ich, auf jeden Fall so, dass ich, dass mich die Essstörung ja über mehrere Jahre begleitet hat und es einfach ein großer Teil in meinem Leben war. Und vor allem zu der Zeit, ich halt die Essstörung hatte, aus bestimmten Gründen, um mich halt zum Beispiel irgendwie zu schützen oder um das Gefühl zu haben, ich kann irgendwas oder ich schaffe irgendwas oder ich bin wertvoll. Und ich glaube, diese positiven Gedanken, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, die mir diese Essstörung gegeben hat, das ploppt dann halt manchmal so in meinem Kopf hoch, wenn ich zum Beispiel gerade denke, boah, ich kann nichts, das mache ich eigentlich mit meinem Leben, ich schaffe überhaupt nichts. Dann denke ich mir so, ja, wenn ich jetzt die Essstörung wieder hätte, dann hätte ich ja wenigstens das Gefühl, ich könnte irgendwas. Aber, also, genau. Ja, gehe ich absolut sehr zu 100% mit. ist auch eigentlich krass, ne? Also so diese Parallelen und immer, also ich finde sowieso, es sind immer sehr viele Parallelen. Zumindest auf dieser Ebene, auf der wir uns jetzt quasi gerade unterhalten, sind immer super viele Parallelen, was so die tieferen Muster, die Glaubensmuster angeht oder auch so die Verknüpfungen. Natürlich sind unsere Geschichten, unser Leben komplett unterschiedlich oder was wozu im Einzelnen geführt hat. Doch diese Systeme dahinter, die finde ich sind echt oft ähnlich. was es aber natürlich auch irgendwie schön macht, weil dadurch fühlen wir uns ja auch alle mehr miteinander verbunden, ist mir nur gerade eingefallen. Und also die Person fragt ja, was mache ich? Ich habe mein erster Gedanke auf dieses, was mache ich, war so wahrnehmen. also banal es klingt. Ja. Doch das Erste wäre, glaube ich, wahrzunehmen, dass das so ist. Also wahrzunehmen, ah, okay, ich wünsche mir gerade die Essstörung zurück. Okay, cool. Wozu? also was ist denn gerade vielleicht in
Disharmonie oder eben nicht ausgeglichen, nicht in Balance, nicht nach dem, wie ich es eigentlich brauche. Denn ich glaube, dieser Gedanke, der will auch irgendwie was sagen und was ausdrücken. Und wenn dieser Wunsch aufkommt, dann glaube ich, ist es auf jeden Fall wichtig oder wertvoll, dem Raum zu geben, den wahrzunehmen und nicht zu sagen, ah, scheiße, wieso habe ich den Gedanken? Ich darf ihn nicht haben, der muss weg. Dann bist du ja wieder im Kampf. Also ich glaube, wahrnehmen, zu sagen, okay, da ist dieser Wunsch abgefahren. Wo kommt der Wunsch jetzt her? Also worauf basiert jetzt dieser Wunsch? Welches Bedürfnis, weil ja auch häufig die Bedürfnisse irgendwo damit eine Rolle spielen, welches Bedürfnis kommt denn eventuell gerade zu kurz, weshalb dieser Wunsch als Gedanke überhaupt in mir aufkommen kann, jetzt gerade in diesem Moment die Essstörung zu brauchen? Denn für jeden hat ja die Essstörung ganz, ganz viele unterschiedlichste Funktionen erfüllt und war ja auch ein Teil der eigenen Identität, also womit wir uns identifiziert haben und dachten, wir sind das oder das sind wir. Deswegen glaube ich auch erstmal, dass das voll normal ist, wenn dieser Wunsch aufkommt oder auch wenn mal Jahre später der Gedanke aufkommt, oh, jetzt wäre so ein Moment, da hätte ich jetzt früher zur Essstörung gegriffen. Also auch so Gedanken sind ja auch völlig normal, denn dieses Ich oder der du warst oder der du heute bist, der wirst du ja immer, also irgendwann wird es natürlich Teil deiner Vergangenheit sein, aber es wird trotzdem ja immer Teil deiner Geschichte bleiben. Und du wirst der Mensch gewesen sein, der durch eine Essstörung durchgegangen ist, dadurch gewachsen ist und wieder zu sich selber zurückgekommen ist. Und ich glaube, deswegen ist das Beste, also das Wichtigste, was man sich selber auch geben oder dabei zutrauen und schenken kann, ist wahrzunehmen und das so stehen zu lassen oder stehen lassen zu können, dass der Wunsch da ist, dass es für einen selber okay ist und dass es vor allem okay ist mit dem Hintergrund, dass die Essstörung Funktionen erfüllt hat und dann eher zu gucken, welche Funktion ist das gerade, die ich gerade glaube, mit der Essstörung erfüllen zu können, weil dahinter steht ein Bedürfnis, dahinter steht immer ein unerfülltes Bedürfnis, was in dem Moment gerade nicht beachtet wird. Deswegen glaube ich, ist halt auch da, auch Jahre später, wird es immer wertvoll und wichtig bleiben, hinzuschauen, achtsam zu bleiben, achtsam zu sein, wahrzunehmen, verständnisvoll, mitfühlend hinzuschauen und auch Jahre später nicht in den Kampf zu gehen. Ja, das glaube ich, aber ja, wie gesagt, ich glaube wirklich, es ist voll normal, dass dieser Gedanke oder auch mal der Wunsch, dass der aufkommt. Denn die Frage, das Entscheidende ist ja, wie gehst du damit um? Es ist ja nicht entscheidend, welchen Gedanken du hast. Es ist entscheidend, wie gehst du mit diesem Gedanken jetzt um, wenn er da ist und wenn er aufkommt. Ja, voll schön gesagt. Ja, das waren jetzt so Gedanken, die mir dazu kamen. Aber ich glaube, dass echt viele, also du und ich, wir kennen es auch. Ja. Ich bin mir sicher, alle, die zuhören, kennen es auch. Und das ist ja auch auf dem Weg so. Das ist ja auch nicht so, oder super selten, ich habe es noch nie gehört, so, dass jetzt von heute auf morgen wirklich alles vergessen ist. Oder dass du deine Gedanken quasi vergisst, die du eines Tages hattest oder mit denen du dich identifiziert hast. Sondern das ist ja so, wie es sich sozusagen rein entwickelt und sich ein System in einem so integriert oder auch manifestiert, ist ja auch der Weg dadurch. Es ist ja auch so dieses sich dadurch entwickeln. Deswegen, es ist immer so leicht gesagt, dieses Geduld zu haben. Doch im Endeffekt ist es tatsächlich, also ist es einfach so, dass wir immer nur schauen können, was ist jetzt gerade,
welchen Schritt darf ich jetzt gerade gehen? Und um das aber tun zu können, müssen wir ja im Jetzt sein und müssen halt sowas können, wie wahrnehmen können, achtsam sein können, zuhören können, was uns Gedanken sagen, welche Gefühle ich gerade habe, was hier gerade passiert und was ich gerade mache mit meinen Gedanken. Dafür braucht es ja schon diesen gewissen Anteil von Eigenwahrnehmung und Achtsamkeit, damit ich in diesen Moment kommen kann, in dem ich Heilung in dem Moment bringen kann. Ja, total. Ja. Ist bei dir, weißt du spontan irgendwas ganz Praktisches oder auch was du gemacht hast oder vielleicht auch heute noch machst, was dir dabei hilft, deine Wahrnehmung so ein Stück weit zu trainieren oder zu schärfen? Also Wahrnehmung im Sinne von im Hier und Jetzt sein. Und wenn es kurze Momente sind, aber gibt es da irgendwas, was du vielleicht so mitgeben willst oder kannst, wie du das damals für dich angegangen bist oder gemacht hast? Also ganz banal, habe ich Tagebuch geschrieben und mache es auch immer noch. Und das klingt irgendwie immer so platt. Und ich glaube, aber da kommt es halt total drauf an, wie man das macht. Also sollte jetzt niemand einfach nur Tagebuch schreiben, um Tagebuch zu schreiben und halt kurz so runterschreiben, ja, ich habe heute das und das und das gemacht und deswegen war der Tag scheiße. Sondern irgendwie darüber so ins Reflektieren zu kommen. Also ich mache es halt vor allem immer so, ich fange immer an mit so 3 bis 5 Sachen, für die ich dankbar bin. Manchmal fällt mir das leichter, manchmal fällt mir das nicht so leicht. Aber wenn man wirklich mal so in sich geht und über den Tag nachdenkt, dann fallen einem locker 3 Sachen ein, für die man dankbar sein kann. Und wenn es ist, ich habe ein Dach über dem Kopf, es ist warm drinne und die Sonne schien, oder selbst wenn es regnet, keine Ahnung, ist es auch schön. Es muss halt irgendwie nicht immer was mit einem selbst zu tun haben, aber also das habe ich gemerkt, das hat mir selber total geholfen, dass ich so meine Umgebung mehr wahrnehme, weil ich glaube, ich habe damit angefangen, weil ich zum einen irgendwie das Gefühl hatte, dann muss ich mich nicht mit mir selbst beschäftigen. Aber genau dadurch ist es halt irgendwie passiert, dass ich mich mit mir selbst auseinandergesetzt habe. Also wie geil. Ja, weil ich gehe halt super gerne spazieren oder bin einfach in der Natur oder ja, lass halt auch einfach mal so die Gedanken in meinem Kopf sein, ohne halt gleich irgendwie was zu machen. Und so dieses in der Natur sein oder auch wenn ich irgendwo hinlaufe, dann habe ich halt mittlerweile gar nicht mehr immer so Musik oder irgendwas anderes in den Ohren, sondern bin halt irgendwie einfach nur und keine Ahnung, gucke halt, ob ich auf der Straße irgendwelche Marienkäfer oder Kellerasseln sehe oder beobachte die Wolken oder so und probiere halt irgendwie einfach das wahrzunehmen, was jetzt gerade um mich drum herum los ist. Und dadurch halt irgendwie einfach in dem Moment zu sein. Und dadurch, dass ich das gemacht habe, fällt es mir halt irgendwie auch nicht mehr so schwer, mit mir in dem Moment zu sein, weil ich halt vielleicht auch einerseits weiß, um mich drum herum passiert auch so viel. Und das, was ich eigentlich gerade, also das, was gerade eigentlich bei mir im Kopf abgeht, das rennt irgendwie erstens nicht weg. Also in meinen Kopf kann ich immer wieder zurückkommen. Aber wenn mir das zu viel wird, dann kann ich genauso Ruhe im Außen und in der Natur oder sowas finden. Und dadurch halt irgendwie meinen Kopf so ein bisschen zur Ruhe bekommen. Also ich habe halt früher auch immer gedacht, ich muss irgendwie alle Gedanken, die ich jetzt im Kopf habe, oder teilweise mache ich das auch immer noch, aber dann denke ich halt, ja, ich muss jetzt alle Gedanken, die ich im Kopf habe, sofort lösen und für alles eine Lösung haben, damit mein Kopf irgendwie ruhig werden kann. Und dann überfordert mich das komplett und meine Gedanken werden dann nur noch abgefahrener. Und ja, aber wenn man
sich so ein bisschen in Achtsamkeit übt oder einfach mal guckt, was ist eigentlich gerade um mich drumherum, was gibt es eigentlich Schönes, was passiert hier eigentlich gerade wirklich, also was ist gerade wirklich die Realität um mich drumherum und nicht, was ist in meinem Kopf eigentlich nur los, dann kann man sich davon irgendwie so ein bisschen distanzieren. Also mit mir auf jeden Fall so mittlerweile, aber das ist auf jeden Fall also ein Weg gewesen. Ja, das auf jeden Fall. Das würde ich auch sagen. Ich habe auch gerade, also ich glaube, was mir auch immer geholfen hat, aber das setzt halt auch schon was voraus. Aber ich glaube auch deswegen, ich meine, deswegen gibt es ja auch den Podcast, weil das Sprechen über sich und egal, wie man es sagt, Hauptsache irgendwie, man kommt in das Sprechen über das, was in einem so vorgeht. Das Sprechen hat mir so sehr, also so, ich weiß nicht, das Sprechen hat mir einfach immer wieder so sehr geholfen, mir selber bewusst zu werden und auch vor allem meine Gedanken halt wahrnehmen zu können, so wie sie wirklich sind. Weil diese Geschichten, also diese Scheinwelt, die ich mir halt so erzählt habe und erschaffen habe, die war halt immer so echt und so real, dass ich mir, selbst wenn ich dachte, ich beobachte jetzt meine Gedanken, selbst dann bin ich quasi gar nicht so richtig an meine Gedanken rangekommen, weil ich die mit meinen ganzen Geschichten überlagert habe. Mhm. Und deswegen weiß ich, dass bei mir im ersten Schritt, das hat sich dann entwickelt, und dann kam es irgendwann auch so zum Aufschreiben und zum Momente für sich nehmen, aus dem Fenster gucken und Sachen aufschreiben. Doch für mich war halt am Anfang so dieses überhaupt irgendwie ins Sprechen kommen super wertvoll, weil ich durch dieses Sprechen und auch mit jemandem drüber sprechen, sind mir meine Gedanken bewusst geworden. Also im Gespräch ist mir dann bewusst geworden, was ich denke. Und das war auf dem gesamten Weg auf jeden Fall so. Und irgendwann ist aber sowas wie Schreiben auf jeden Fall dazugekommen. Doch das Gespräch, würde ich sagen, hat meine Wahrnehmung nach wie vor, also auch heute zu irgendwelchen Themen oder Lebensbereichen, in Gesprächen werde ich mir auch heute immer noch am ehesten der Wahrheit bewusst, die da in mir liegt, und kann mir dann natürlich auch so die Sachen eingestehen, wenn ich dann weiß, was ich wirklich denke. Ja, total. Aber es ist ein super spannender Weg. Also ich glaube, jeder findet so den Einstieg in die Wahrnehmung irgendwo. Ja. Und da aber auch zu gucken, was ist es bei einem selbst? Also was ist es? Und wenn ich mir jetzt Sprechen absolut nicht vorstellen kann, an dem Punkt, wo ich gerade stehe, dann ist es zum Beispiel das Schreiben oder das Hören, also das Zuhören einfach nur von anderen und zu merken, ach krass, ja, den Gedanken, den sie gerade ausgesprochen hat, den habe ich auch. Ja. Das ist ja auch schon was wie Wahrnehmung, dass ich mehr mich selber wahrnehme. Ja. Also mega spannend. Ja, ich glaube noch mal ganz kurz zu dem Sprechen. Da habe ich nämlich die Erfahrung gemacht, also ich habe eigentlich auch relativ viel von Anfang an darüber gesprochen. Mm. Also mit so 1-2 Personen. Und gerade bei den Personen habe ich dann aber gemerkt, okay, die hören mir eigentlich gar nicht richtig zu. Die checken eigentlich gar nicht, worum es geht. Und die interessieren sich auch gar nicht so wirklich dafür. Oder, keine Ahnung, vielleicht hat sie es auch einfach nur überfordert. Mhm. Aber das hat mich halt irgendwie mehr runtergezogen, weil ich mich durch diese Gespräche dann halt immer komischer gefühlt habe. Ja. Ich glaube, das hast du auch schon mal gesagt, dass da halt eigentlich auch total helfen kann, wenn man so ein bisschen den Anspruch an dieses Gespräch verändert. Mhm. Also irgendwann wurde es dann halt so, dass wenn ich mit Leuten darüber gesprochen habe, dann habe ich das für mich getan, weil ich das Gefühl habe, ich muss das einfach mal aussprechen, ich möchte mich irgendjemandem anvertrauen. Aber mir ging es nicht darum, dass die Person mir da jetzt irgendwas total Tolles, Hilfreiches drauf antwortet, weil das halt eigentlich fast immer Personen waren, die selbst nicht betroffen waren. Aber ich bin halt nicht mit der Einstellung rangegangen, dass das Gespräch jetzt meine Heilung um 10 Schritte voranbringen muss, sondern ich habe das halt für mich getan, um meine Gedanken vielleicht auch so ein bisschen zu klären und einfach mal zu gucken,
was geht eigentlich in meinem Kopf ab und wie kann ich das so ein bisschen, also dieses ganze Wirrwarr so ein bisschen ja, auseinandernehmen. Das hat mir dann super geholfen. Also ja. Meistens hat dann die andere Person nur zugehört und einfach so ein bisschen Verständnis gezeigt oder mich mal in den Arm genommen oder gesagt, okay, ja, ich verstehe, dass die Situation beschissen ist. Und das war schon voll okay. Also, weil dann hat man sich einfach mal von der Seele geredet. Ja, das stimmt. Auch so cool, dass du mit anderen gesprochen hast. Mhm. Das ist auch so witzig, wenn also das, was woran ich jetzt so gedacht habe, als ich das erzählt habe, war halt auch so der Moment, wo ich wirklich das erste Mal mit jemandem gesprochen habe. Und das war auch erst in der Therapie. Also ich habe quasi vorher mit niemandem gesprochen, sondern habe erst in der Therapie und dann durch die erste Therapieerfahrung angefangen zu sprechen. Und das war aber auch eher so dieser Monolog und dann nur so ein paar Reaktionen oder ein paar Nachfragen, wodurch einem aber selber erstmal klar geworden ist, was da in einem vorgeht. Alleine diesen Monolog zu führen und die Sachen laut auszusprechen, weil wenn du das laut aussprichst, hörst du ja, dass du das sagst und dann merkst du schon eher, dass es ein Gedanke ist, weil du es, also du hörst ihn dich ja aussprechen, also kannst du in dem Moment realisieren, dass es ein Gedanke ist, den du gerade aussprichst, anstatt ich bin der Gedanke. Ja. Und das, ja, auch da, ne, wie unterschiedlich das mit dem Sprechen auch für manche ist. Ja. Und trotzdem bleibt es nach wie vor, egal auf welchem Wege, voll wichtig, dass jeder irgendwo den Anfang findet. Irgendwo den Anfang findet, darüber zu sprechen oder über das zu sprechen, was in einem vorgeht. Auch wenn man es noch nicht so richtig benennen kann. Ja. Aber das ist ja meistens auch gar nicht so schlimm. Also. Ja. Kommt dann irgendwie mit der Zeit oder auch nicht, aber es ist okay, weil es ja irgendwie darum geht, seine Gedanken so ein bisschen ja, zu ordnen einfach. Das stimmt. Eben als du, da hast du erzählt, dass du, also was du aufschreibst, wie du es aufschreibst, da habe ich mir gedacht, es wäre doch schön, wenn wir die heutige Podcast-Folge mit einer kleinen Dankbarkeitsrunde beenden. Okay. Deswegen, ich stelle die Frage einfach erstmal an dich. Wofür oder für welche drei Sachen bist du denn jetzt gerade in diesem Moment besonders dankbar? Dankbar, dass die Sonne noch zu meinem Fenster reinscheint und es so lange hell ist. Ich bin dankbar für unser schönes Gespräch und ein Teil von dem Zoofotonie-Team zu sein. Und bin dankbar für den entspannten und ruhigen Abend, den ich mir gleich machen werde. Ja. Und das Abendessen, das wir gleich machen. Ach, schön. Und bei dir? Also, Punkt 1 ist quasi wie identisch, weil ich jetzt hier auch gerade sitze und aus dem Fenster gucke und gerade so ein bisschen sehe, wie die Sonne anfängt, tiefer zu sinken. Deswegen bin ich auch sehr dankbar einfach für diesen Moment und diese Atmosphäre, die dadurch gerade in diesem Raum hier entsteht, in dem ich sitze. Dann bin ich sehr dankbar für, ich bin einfach so dankbar für deine und auch meine Entwicklung, dass wir in der Lage sind, hier jetzt gerade zu sitzen, so über Essstörungen zu sprechen, als wenn es das Normalste der Welt ist. Denn das ist es irgendwo. Also wer es hat, ist trotzdem normal. Und dann ist es auch normal, dass es da ist. Und dann geht es einfach darum, deinen Weg zu gehen. Und genauso sprechen wir darüber. Und das finde ich einfach gerade so krass und so gut, dass ich dafür extrem dankbar bin. Und ich bin dankbar, für die ganze Community, also für alle, die jetzt auch gerade uns ihre Zeit geschenkt haben, die uns gerade zugehört haben, die auf ihrem Weg sind.
Denn ich glaube, es gibt, also manchmal fühlt es sich ja so an, aber ich glaube nicht daran, dass es Menschen gibt, die nicht auf dem Weg sind. Ich glaube, jeder ist automatisch auf seinem Weg, auch wenn es sich nicht so anfühlt, weil wir viele Schritte auch nicht wahrnehmen oder nicht bewusst anerkennen. Doch ich glaube, jeder, der jetzt hier zuhört, ist auf seinem Weg und alleine, dass jetzt diese Menschen hier zugehört haben und irgendwie Gedanken gehört haben, die von uns kommen, neue Sichtweisen oder auch Sichtweisen, die bei ihnen selber schon da sind, angehört haben. Auch da ist sozusagen wie, ist das ein Teil von dem Weg, dafür offen zu sein und zu gucken, was resoniert mit mir, was resoniert nicht mit mir. Und dafür bin ich halt super dankbar, weil aus meiner Sicht bedeutet das, jeder, der hier sitzt und uns die Zeit schenkt und hier zuhört, ist gerade auf dem Heilungsweg. Und zwar ganz aktiv und ganz bewusst und hat sich die Zeit genommen, hier reinzuhören. Und dafür bin ich sehr dankbar. Voll schön. Ja, ach, das fühlt sich gut an. Ich danke dir sehr, Luisa, für deine Zeit, also auch für deine Zeit natürlich. Und ja, es war mega schön. Ich hoffe, denke, wünsche mir, dass wir das irgendwann wiederholen. Und wir fragen ja auch immer mal wieder bei Instagram nach Fragen oder nach Themen oder greifen da ja auch aus den Kommentaren ab und zu dann Themen auf, ob es in der Facebook-Gruppe ist oder ob es dann hier am Podcast ist oder bei irgendwelchen anderen Aktionen, die wir machen. Deswegen finde ich das sehr, sehr schön und wertvoll, dass wir uns heute hier zusammengesetzt haben, um das zu teilen, was wir sagen möchten. Ich fand es auch sehr schön und danke auch für deine Zeit. Ja, dann würde ich sagen, verlinke ich, was haben wir denn so erwähnt? Ich weiß es nicht, aber ich verlinke auf jeden Fall alles, was wir erwähnt haben oder auch Informationen oder Links oder Ähnliches, packe ich alles in die Shownotes, sodass alle auf dem kürzesten Weg dahin finden. Und dann hören wir uns alle nächste Woche wieder am Podcast. Und Luisa und ich sagen heute ein Hoch auf uns. Ein Hoch auf uns.